Schreckensnacht. Gestern Nacht durchlebte ich die schrecklichsten Minuten meines Lebens. Es war 22.30 Uhr. Das Baby liegt in seinem Kinderbettchen und ich war im Schlafzimmer. Ich versuchte einzuschlafen. Das nächste, was ich weiß, war, dass es an der Tür klingelte. Es war 22.30 Uhr. Wer zur Hölle kann das denn sein? Das Baby wird sicher aufwachen und ich war wütend und verängstigt zugleich. Ich sah durch den Türspion und sah zwei Männer vor der Tür. Sie waren in ihren 20ern. Nun hatte ich Angst. Was klingelten zwei Fremde um diese Uhrzeit an meiner Haustür? Erst recht an Halloween. Ich erstarrte für eine Minute und beobachtete sie. Sie klingelten erneut und begannen an der Tür zu klopfen. Ich rannte ins Schlafzimmer und griff nach meinem Handy. Ich rief meinen Verlobten an. Ich weiß nicht, warum ich nicht zuerst die Polizei rief. Er ging nicht dran, da er wahrscheinlich schlief. Immerhin lagen 6 Stunden Zeitverschiebung zwischen uns. Die Männer läuteten und klopften für satte 5 Minuten ohne Unterbrechung. Sie gaben nicht auf. Ich hatte ein schlechtes Gefühl und rief die Polizei. Ich wählte nicht die Notfallnummer, sondern die normale Nummer, da ich mir nicht sicher war, ob es sich um einen Notfall handelte. Ich wusste nicht, was die Männer wollten. Gerade als der Telefonist meinen Namen und meine Adresse aufschreiben wollte, verschwanden die Männer. Ich erzählte es dem Telefonisten und er sagte mir, dass, wenn sie doch wiederkommen, ich den Notruf wählen sollte. In meinem ganzen Leben hatte ich nie so eine Angst gehabt. Ich bin mit meinem Baby allein zu Hause, da mein Verlobter verreist ist. Ich habe mich noch nie so unsicher in meinem Haus gefühlt. Mein Verlobter meinte, dass sie wahrscheinlich nur versuchten, mir einen Schrecken einzujagen oder dass sie betrunken waren und das Haus verwechselt hatten. Mein Bauchgefühl sagte mir aber, dass sie nichts Gutes im Schilde führten. Mein Bauchgefühl hat sich noch nie geirrt. Ich war ihnen fast schutzlos ausgeliefert. Ich hätte die Tür niemals geöffnet. Ich zittere heute noch, wenn ich daran denke. Ich will mein Haus nicht verlassen. Ich hoffe wirklich, dass sie nicht zurückkommen. Ich möchte nicht mit einer Waffe, welche ich nun besitze, drohen oder sie verwenden, was ich als letzten Ausweg ansehen würde. Ich begegne ihnen besser nicht noch einmal. Ich hoffe, sie bleiben weg.